zeigen euch jetzt heute mal an- und ablegen, römisch-katholisch. Das kriegen wir heute so hin, hoffentlich. Jetzt bin ich wieder zickig, ne? Die Leinen sind auf Slip. Christoph hat ja jetzt gelernt, was das heißt. War mein Job. Also ordentlich machen das nächste Mal. Wir hatten in Cartagena, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, das erste Mal Hexheiz angelegt. Und damals hat man gefragt, ob wir das eigentlich mal zeigen sollen, wie wir das machen. Da hieß es ja, macht das gerne. Und von dem Moment an waren wir ja nur noch vor Anker und hatten gar nicht mehr die Möglichkeit, das nochmal so zu machen. Heute ist schönes Wetter, es ist relativ windstill, es bietet sich an. Und wir zeigen euch jetzt heute mal an- und ablegen, römisch-katholisch, wie es so schön heißt, mit Mooring. Also nicht mit Anker, sondern mit Mooring im Hafen. Und wir machen das ohne Hilfe vom Marinero. Es gibt dann auch noch mal einen Einspieler, wo Christoph das einhand gemacht hat. Viel Spaß! Ist übrigens keine Schande, sich den Marinero dazu zu holen. Ja. Nur heute ist kein Wind. Das ja. Nee, wir haben ihn nur. Funktioniert so. Wir holen ihn nur nicht dazu, weil es irgendwie albern wäre. Weil, ja, das kriegen wir heute so hin. Hoffentlich. Guckt's euch an. Zu deinen Diensten. Jetzt bin ich wieder zickig, ne? Warum? Kommt wieder der Kommentar, deine Frau ist aber ganz schön zickig. Das ist sie immer, wenn sie nervös ist. So, was hättest du gerne? Also, du löst die Moorings, die Buchleinen. Ja. Und sagst mir Bescheid, wenn sie los sind. Okay. Dann kommst du zurück. Ja. Und ich kuppel langsam ein und du löst erst die. Ja. Leine und wenn ich dir sag, die. Alles klar. Los? Ja, gut. Los. Ich bin nicht eingekuppelt noch, ne? Ja. Du bist Captain. Ja. So, wir haben den Wind so leicht von hinten. Wir können nicht gegen den Steg gedrückt werden. So, du bist soweit? Okay. Ich kuppel ein. Ja, du löst erstmal die. Lösen und einholen. Ja, bitte. Die Leinen sind auf Slip. Christoph hat ja jetzt gelernt, was das heißt. Steuerbord, Heckleine ist gelöst und eingeholt. Okay, ich bin eingekuppelt und wir drehen uns jetzt mal so ein bisschen in Richtung Fahrtrichtung. Gehst du bitte an die Leine? Ja. Sehr technisch. Okay. Gib ein bisschen mehr Gas und ein bisschen mehr Ruderlage. Ruder ist voll eingeschlagen. Mehr kann ich nicht geben. Gib mehr Gas. Normalerweise, wenn du jetzt irgendwo in die Marina reinfährst, dann rufst du vorher an auf Kanal 9, sagst, ich komme an, wo soll ich hin? Die sagen dir, wo du hin sollst und dann stehen sie da und warten auf dich, um dir beim Anlegen zu helfen. Also das ist hier im Mittelmeer der Normalfall. Da ist immer Hilfe dazu. Du musst das nicht alleine machen, so wie hier jetzt. So. Vorbereitet? Wir fahren jetzt wieder rückwärts an. So, Marion macht sich an der Leine schon mal klar. Marion wird gleich eine Leine werfen. Ich muss gleich aufstoppen. So, wir kommen sehr gut. Ich gebe schon mal vorwärts. So, wir stehen fast, Marion wirft.
Sehr gut, liegt. So? Ja. Ja, Distanz ist sehr gut. Okay, gut, also mit einer Leine sind wir schon mal fest. Ich kann jetzt praktisch durch vorwärts geben, das Boot vom Steg abhalten und werde trotzdem nicht weggetrieben, weil wir ja hier mit der Leine fest sind. Die kommt jetzt steif. Ich kann durch Ruder legen, kann ich das Boot ein bisschen ausrichten. Ja, kommt. Und gebe jetzt nochmal rückwärts, damit Mario ein bisschen näher rankommt für die zweite Leine. Ja, wir haben Zeit. Leine war offensichtlich nicht klariert. War mein Job. Also ordentlich machen das nächste Mal. Ist drüber? Sehr gut. Mario hat geworfen, wir sind drüber. Das heißt, wir sind jetzt auch mit der zweiten Mooring gleich, mit der zweiten Landleine gleich fest. So, sobald Marion fest ist, kuppel ich vorwärts ein. Für dich. So, ich kuppel jetzt vorwärts ein. Das heißt, wir sind dann mit den hinteren Leinen, mit den Landleinen auf Abstand. So, damit kann das Boot nicht mehr hinten anstehen und ich werde jetzt die Mooringleinen hochholen. Die Handschuhe liegen hier. Genau, und ich passe auf, dass es richtig macht. Ich mache das ohne. Christoph macht das ohne Handschuhe, ich mache das mit Handschuhen. So. So, an der Leine, die jetzt im Wasser noch hängt, hängen zwei Moorings dran. Wenn die jetzt voller Muscheln sind, dann ist man natürlich gut beraten, mit Handschuhen zu arbeiten, aber so geht das. So, da ist die Mooring. So, damit kann ich dicht holen. So, an der losen Part von der Mooringleine, da ist die zweite Mooringleine dran. So, da kommt die zweite. Die zweite ist auch vorne am Steg so festgemacht wie die erste. Und wenn der Marinero einem hilft, dann gibt er einem von hinten die zweite. Also man muss das nicht vorne so machen, sondern man kriegt sie dann auch in die Hand. Oder man kann sie sich auch vom Steg holen, man weiß ja immer nicht, wo sie festgemacht ist. Hier ist das jetzt halt so. So, hier waren jetzt keine Muscheln dran, aber wenn Muscheln dran sind, besser mit Handschuhen, die schneiden böse. Ja, ich trage die Lederhandschuhe, weil die Moorings, die sind teilweise muschelbewachsen, ziemlich stark und ziemlich krass. Also im Mittelmeer braucht ihr so eine Handschuhe, auch wenn ihr eine Boje wollt oder ähnliches. Das ist alles bewachsen oder schlabber. Schwabbel, nicht schön. Ja. Ich ziehe jetzt nur nach hinten und gucke, wie weit wir nach hinten kommen. Also man sieht jetzt schön den Staubeneffekt, wie wir rübergezogen werden. Ich gucke jetzt mal, dass ich die Mooringleine diesmal nicht fange. Also es sieht im Moment relativ gut aus. Ich probiere das jetzt nochmal. Ich drücke das Boot erst ganz rüber im Vorwärtsgang und mache das nochmal neu. So, ich bin jetzt im Rückwärtsgang. Also es wäre zu knapp wahrscheinlich. Ja. Also so
haben wir noch so viel zur Windfahnensteuerung. Das ist mir zu wenig. Das heißt, was wir jetzt machen, ich muss noch mal vorne nachziehen. Wenn man sich leichter machen will, viert man jetzt die Achterleinen noch mal ein bisschen, damit man vorne leichter ziehen kann und probiert es dann noch mal. Aber das drehen wir jetzt nicht mehr. Das kann jetzt jeder selber ausprobieren. So, das war jetzt unsere Version zu zweit, mit Hexheiz an die Pier zu gehen. Wir haben das jetzt zu zweit gemacht. Wenn der Marinero zu Hilfe kommt, der nimmt die Landleinen entgegen, belegt die, dass man erstmal Hexheiz fest ist und übergibt dann die Mooringleinen, sodass man beidseits die Mooringleinen nach vorne führen kann. Das macht es etwas einfacher. Wir haben es euch jetzt mal zu zweit gezeigt. Insofern ist das auch nicht wirklich schwieriger. Man muss sich nur daran gewöhnen. Und ich habe Die Marineros sind gerade mit ihrem Boot vorbeigefahren. Die waren völlig verwirrt, weil wir sie wieder weggeschickt haben und gesagt haben, nee, wir machen das alleine, wir üben. Das kennen die gar nicht. Nee, das kennen die nicht. Normalerweise ruft man die. Keine Schande, dass sie einem helfen. Also das ist total, macht jeder, auch die, die hier sonntags raus, jeden Sonntag rausfahren. Die haben alle die Marineros dabei. Das ist alles gut. Ja. Genau, das ist dann praktisch die Luxusvariante mit Marinero oder die normale Variante, je nachdem. Ich habe das auch mal einhand gemacht. Und das zeige ich euch oder zeigen wir euch jetzt. Hola, buenas tardes. Wir stehen. Ah, gracias. Jetzt stehe ich hinten. Auf firme oder la paso? Auf firme oder auf firme? No. Gracias. Sorry, can you just check? Perfetto, gracias. So. Jetzt kommt die Mooring Line. Noch schnell Handschuhe. Momento. Muchas gracias. Es dos, o es uno? Okay. Gracias. Geschafft. Also ich bin da jedes Mal stolz und glücklich, wenn es so klappt. Ne? Wir sind gespannt, was ihr zu unserem Anlegemanöver sagt. Seid gnädig mit uns. Wir finden, das hat ganz gut funktioniert, vor allem dafür, dass wir wochenlang nicht draußen waren. Und jetzt. Wie verbleiben wir jetzt? Jetzt legen wir auf. Genau, wie verbleiben wir denn jetzt? und wie verbleiben wir denn jetzt? Ja, ich glaube, wir sind durch, oder? Ja. Ich würde sagen, wir sind durch. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like. Wenn nicht, hinterlasst es trotzdem. Sehr gut, ja, bitte. Wir freuen uns über wohlwollende Kommentare. Und ich
würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.